Wireless Dreams Number 5. Trauma Mia and Melodic Crisis. If you want to be a part of this live stream, you can participate via Zoom. We set up a dance cam for you to bring your rave into other people's living rooms. So get on your best moves and click on the link in the YouTube description below. Fasten your seatbelts and get ready for a wild ride. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kaufen, kaufen, kaufen. O du fröhliche und besinnliche Weihnachtszeit, bist du doch nichts ohne volle Einkaufszentren und Tüten über Tüten herausschleppende Menschen, welche ihren Lieben eine Freude machen wollen. Was ist schon ein Weihnachtsbaum ohne sich darunter stapelnde Geschenke? Clubs, Bars und andere Event-Locations sind schon seit Monaten geschlossen, aber Shopping-Malls, die bleiben bis zu allerletzt geöffnet. Wir müssen ja wohl noch konsumieren können. Schon am 22. August 2020, dem diesjährigen Earth Overshoot Day, haben wir so viel konsumiert, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als nachwachsen können. Aber wie sagt Altmaier so schön, Einkaufen ist eine nationale, ja eine patriotische Aufgabe. Zum Glück wollen wir keine PatriotInnen sein. Wie könnten wir auch, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken, während die zivile Seenotrettung kriminalisiert wird und das mit einer deutschen Präsidentin der Europäischen Kommission? Wie könnten wir auch mit einem klaren Rassismusproblem in der deutschen Polizei und einem Innenminister, der dafür blind zu sein scheint? 2020 war nicht nur für den Infektionsschutz und die unterbezahlten Pflegekräfte ein schwieriges Jahr. In diesem Sinne, checkt eure Privilegien, seid antifaschistisch, zeigt Widerstand und dennoch fröhliche Weihnachten. I have to play records all night. I'm in a loop, I am the loop. I have to make a dress up, show up. I have to smile, I have to show. I have to be nice all the time. I have to say hello, baby. I have to wake up every day. I have to play records all night. I'm in the loop, I am the loop. I have to make a dream.
I got the flavor, I got the tricks, I have to put guests on the list. I have no right to complain, I have to pretend, to pretend. I have to shine, I have to sign, I have to never trust you blind.
become magicians because you want to do the impossible. We don't learn and perform magic because it's cute. We learn and perform impossible things because we are members of the human race. And the human race is filled with pain. These are dreams necessary to sustain life. Love.
Like you have no choice. Love.
was? Was hast du da? Feiner Staub, der uns schweben lässt. Und wofür brauchen wir das? Um die Schmetterlinge in den Himmel zu begleiten. Spürst du den Wind? Ich kann die Wolken schmecken. Und nach was schmecken sie? Nach grenzenloser Freiheit. Thank you.
disco shit. Here is the driven snuff.
let the beat rock.
so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
viele von euch bis hierher eingeschaltet haben. Bevor ich mit meinem Set weitermache auf Platten, möchte ich diese kleine Umbaupause nutzen, um euch etwas mitzuteilen, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt und aufmerksam zuhört für diese kleine Pause. Bereits seit den 70er Jahren weiß die Wissenschaft von der Problematik des menschgemachten Klimawandels. Spätestens jedoch seit der ersten Weltklimakonferenz 1995 in Berlin hat auch die Weltpolitik das Thema auf dem Plan. Doch was ist seitdem geschehen, um die Menschheit vor der Krise zu bewahren? Seit über 30 Jahren erzählt uns die Politik etwas von Selbstverpflichtung der Wirtschaft, von Eigenverantwortung oder von LED-Glühbirnen, Induktionskochfeldern und sparsamen Autos. Alles Augenwischerei, damit sie ihrer Verantwortung, an den wirklich großen Stellschrauben der Klimapolitik zu drehen, entgehen kann. Die Generation unserer Eltern hat sich blenden lassen vom Narrativ des Kapitalismus. Ewiges Wachstum und daraus resultierender Wohlstand für alle. Ein Versprechen, das niemals aufgehen konnte und sich jetzt endgültig gescheitert zeigt. Der Reichtum einiger weniger wächst rasant. Kapital akkumuliert immer schneller. Währenddessen auch in euren Kiezen Menschen auf der Straße leben und diesen Winter elendig erfrieren. Und damit nicht genug. Die unendliche Gier des globalen Nordens hat uns an die planetaren Grenzen gebracht. Unsere Erde steht kurz vor dem Kollaps. Und wer denkt, die Auswirkungen der Klimakrise bekommen wir erst in etlichen Jahrzehnten zu spüren, der irrt gewaltig. Sie ist längst da. Hier und jetzt. Unsere Luxusprobleme wie die ausbleibende Skisaison oder die Hitze im Großraumbüro, das sind nur der Gipfel des dahinschmelzenden Eisberges. Brennende Wälder in Brandenburg, Wasserknappheit in Niedersachsen, Extremwetterereignisse im ganzen Land. Und den globalen Süden trifft es noch viel stärker. Schon jetzt befinden sich pro Jahr 21,5 Millionen Menschen auf der Flucht wegen der Klimakrise. Sie fliehen, weil der steigende Meeresspiegel das Land nimmt, auf dem ihre Häuser stehen. Sie fliehen, weil der Boden verdorrt, auf dem ihr Korn wächst und ihr Vieh grast. Sie fliehen, weil Wetterextreme alles wegfegen, was sie sich mühsam errichtet haben. Trotzdem missachtet die Politik das von ihr selbst ausgehandelte und dringend notwendige 1,5 Grad Ziel konsequent. Wir steuern auf eine 3 bis 4 Grad Welt zu. Gerade Deutschland, der selbsternannte Klimaweltmeister, liegt laut einer neuen Oxfam-Studie auf dem Klimaranking hinter Ländern wie China oder Indien. Eine Schande für eines der reichsten Länder dieser Erde. Dazu geführt hat nicht nur der viel zu späte Kohleausstieg 2038, sondern auch der massive Ausbau der Gasinfrastruktur, die Milliardensubventionen in die konventionelle Landwirtschaft oder die Fixierung auf das längst überholte Konzept des Automobils als vorherrschendes, dominierendes Mobilitätsform. Aber auch unser aller übermäßiger Konsum, die vielen langen Reisen und der ausschweifende Lebensstil sind für die Krise maßgeblich mitverantwortlich. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise zu spüren bekommt und die letzte, die etwas gegen ihn tun kann. Dieses Obama-Zitat ist schon etliche Jahre alt, aber es hat an Brisanz und an Aktualität überhaupt nichts verloren, ja ganz im Gegenteil. Eher ist es schlimmer geworden, denn Politik und Wirtschaft halten uns hin mit Ausreden. Sie meinen, Klimapolitik wäre Kompromiss, wäre Abwägung. Doch das Klima lässt nicht mit sich verhandeln, genauso wenig wie das Coronavirus mit sich verhandeln lässt. Noch haben wir die Chance auf eine enkeltaugliche Zukunft. Deshalb brauchen wir disruptive, systematische Veränderungen. Und zwar sofort. Wir müssen den Systemwandel einleiten. Weg vom neoliberalen Turbokapitalismus hin zu einer Gesellschaftsform, die die Grenzen und Kreisläufe der Natur anerkennt. Die Corona-Krise ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt, wo die Weltzerstörungsmaschinerie für einen Moment angehalten ist, haben wir die Möglichkeit, sie umzubauen zu einer klimagerechten Zukunft. So wie andere große gesellschaftliche Errungenschaften muss auch der jetzige Systemwandel von unten her geschehen, mit Mitteln des zivilen Ungehorsams. Das Frauenwahlrecht, die Arbeitsrechte oder die Abschaffung der Rassentrennung, sie alle sind durch soziale Bewegungen von unten erkämpft worden. Progressive gesellschaftliche Transformation geschieht nur durch Druck von unten. Und dieses Unten, das sind wir.
du und ich. Nur ein kleiner Teil muss bei Aktionen in der ersten Reihe hinterm Banner stehen. Dahinter braucht es viele weitere, die planen, organisieren, Texte schreiben, Essen kochen, Verunglückte verarzten, Camps bauen, Homepages programmieren, Soli-Partys veranstalten oder Social-Media-Kanäle pflegen. Die Möglichkeiten zur Beteiligung sind schier unbegrenzt. Jeder und jeder kann und muss etwas dazu beitragen. Deshalb tretet an die Ortsgruppen der Bewegungen wie Ende Gelände, Interventionistische Linke oder Robin Wood heran, um nur einige wenige von ihnen zu nennen, und erkundigt euch nach eurer passenden Beteiligungsform. Digitale, offene Treffen für Interessierte stehen auch in Zeiten der Pandemie zur Verfügung. Oder macht euch Gedanken, wie ihr selbst Transformationen in Gang bringen könnt. Bildet autonome Kleingruppen oder gründet einen Verein. Ganz egal. Hauptsache ist, dass ihr etwas tut. Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt. Die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Danke. Jetzt geht's weiter. To
Broken up again.
Thank you.
Why does my soul